Zu prosaisch werden, aber irgendwie habe ich das alles kommen sehen. Weißt du, wie ich meine? Ich mache hier nur die Musik. Ich meine, hast du das gesehen? Was? Das. Was denn? Sie hat mir zugewunken. Wer sie? Sie. Hey. Moment. Ich will nur noch kurz den Paragraphen zu Ende lesen. Ich hätte gerne ein Bier. Du denkst wohl, weil du so verdammt heiß bist, kannst du dir alles erlauben. Keineswegs. Ein Bier. $2.40 dann. Damit kann ich kein Trinkgeld annehmen. Ich arbeite übrigens im Royal. Gleich um die Ecke. Und so erinnerst du dich daran? So ziemlich, ja. Ah ja. Aber müsste das nicht eigentlich zugewinkt heißen? Ich schwöre dir, es macht sie nur, mich wahnsinnig zu machen. Was denkt die denn? Dass ich jetzt den ganzen Tag da sitze und über sie nachdenke? Scheint ja zu klappen. Und? Magst du sie? Ich hasse sie. Sie ist meine Erzfeindin. Sag mal, hast du mir überhaupt zugehört? Hast du das vorhin gesehen? Was? Na, das? Was das? Na, ich habe ihm zugewinkt. Wem ihm? Hallo? Neu. Hallo? Ich bin gleich soweit.
Ich hätte gerne ein Bier. Kommen hier irgendwann noch andere Leute hin? Ich arbeite übrigens in der Bar um die Ecke. Schön für dich. Danke. Und so erinnerst du dich also daran? Genau so war's. Und ich habe ihm nur zugewinkt, um ihn wahnsinnig zu machen. Clever. Er wird jetzt die ganze Zeit über mich nachdenken. Ey, ich habe das gesehen. Alter, ich muss aufhören, in diesem Laden zu arbeiten. Der zerstört meine Seele. Kennst du sie? Ach, die wohnt bei uns auf der anderen Seite des Innenhofs. Der sie dich ohne Fernglas erkennt? Oh. Ich dachte vielleicht, einen Film schauen. Vielleicht solltest du das sie fragen. Ich meinte mit ihr. Alter, dann belästige mich nicht mit deinem Privatleben. Du bist dran. Frag sie doch, ob sie Samstag Lust hat, auf meine Geburtstagsparty zu kommen. Sonst noch Geburtstagswünsche? Neuer Job, neues Leben. Neue Freunde? Haha. Mau. Ach, das spielen wir hier. Ja, mach so weiter, dann spielst du abends wieder mit Kirby. Ich lass dich mal kurz alleine. Hier nichts zu tun hätte. Na, mein Kleiner, hast du Durst? Ich geb dir was. Na komm. Tja. Ja, das ist fein. Fühlt sich auch alleine, was? Und? Wie schmeckt's? Wie lange steht ihr da schon? Wir sind gratis reingekommen. Mhm. Kann ich für euch tun? Ich hätte gern ein Bier. Ich auch, bitte. Aha. Ich habe übrigens letztes Mal mein Halstuch hier vergessen. Wie sah es denn aus? Gut. Hast du es gefunden? Nein. Naja, ich war jedenfalls immer ganz gut in der Schule. Du warst bestimmt auch so ein Überflieger. Nie was gemacht, immer gute Noten nach Hause gebracht. Ach, in Sport war ich ganz gut. Es war übrigens total nett, dass du mich noch nach Hause gebracht hast.
Naja, du wohnst im Vorderhaus. Kann ich dir mal eine Frage stellen? Ja. Aber du musst versprechen, ehrlich zu sein. Okay. Kommst du dir eigentlich auch manchmal so alleine vor? Ich habe einen Mitbewohner. Nein, so einsam. Und du wolltest ehrlich sein. Sei du doch mal ehrlich. Hey! Hi! Hey, du musst Marie sein. Alex hat schon viel von dir erzählt. Luise, hi. Wirklich? Wirklich? Ich hätte schwören können, dass er dich meint. Er hat immer gesagt, deine Brüste sehen aus wie altes Marktobst. Oh. Alter, bist du wahnsinnig? Nein, hungrig. Oh. Ja, bis dann. Warum? Du kriegst ja schon wieder hin. Es hilft mir lieber. Ich dachte, du magst sie überhaupt nicht. Ich mag sie nicht, aber ich kann doch kurz mit ihr schlafen. Nur um sie zu erniedrigen. Ja, viel niedriger als mit dir schlafen geht echt nicht. Autsch! Warum sind wir jetzt noch gleich hier? Weil ich will, dass er sich ein bisschen mit mir verflirtet. Und wozu das Ganze? Damit ich ihm eine Abfuhr verpassen kann. Als Revanche dafür, dass er mich unfreundlich bedient hat. Wir haben das besprochen. Brillant und bösartig. Mhm. Aber warum muss ich überhaupt dabei sein? Weil gute Freunde das so machen. Und weil ich jemanden brauche, der mir den Rücken frei hält. Hey, kennt ihr Alex schon? Nein. Langweilig. Aber ihr kennt Nico? Er steht auf einer von euch beiden. Ich glaube auf dich. Und ihr solltet auf jeden Fall mit ihm schlafen. Er hat sich die Beine rasiert. Genug geholfen? Ciao, Mieze. Wow, 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 wow. Hast du mich gerade Mieze genannt? Nein, 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 nein. Ihn. Stimmt, ja. Dein Freund nennt dich Mieze. Ja, Nico Mielitz. Mieze? Putzig. Kann ich jetzt gehen? Okay. Und, was machst du so? Im Leben? Das hier. Nee, ich meine hauptberuflich Studium oder so. Mhm. Das hier. Würdest du mir jetzt sehen, dass du nur hier arbeitest? Das ist ja nichts Schlechtes. Nur hier arbeiten. Ich kann mir meine Arbeitstage frei einteilen, feiern gehen, wann ich will. Außerdem bin ich der dienstälteste Barkeeper hier. Wow. Seit wann arbeitest du denn schon hier? 2 Jahren. Willst du nicht damit sagen, dass du seit 2 Jahren nichts anderes machst, außer hier zu arbeiten? Also, Foxy, sag doch auch mal was. Auch eine, von der man glauben könnte, sie wolle nicht, wird wollen. Danke. Das war jetzt unheimlich hilfreich. Du heißt Roxy? Hey, was machst du da mit ihr? Ich Roxy. Originell. Laura, wolltest du nicht gehen? Ja. Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wozu ich mir die Mühe überhaupt mache. Soll ich dir ein paar Geschichten aus meiner Jugend erzählen? Warum nicht? Wirklich? Nein. Witzig. Kann ich dich mal was fragen? Muss ich antworten? Wie bist du nicht so geworden? Ich wurde schon so geboren. Ich mein's ernst. Du kannst natürlich auch wieder rumzicken, so wie immer. Ja, sorry. Das ist schon so lange her, dass... Ach, da war so ein Typ. Verliebt? Wir haben uns auf einer Party kennengelernt und haben uns sofort ineinander verliebt.
Aber seine Eltern waren dagegen. Er war in Montagu. Wir sind zusammen durchgebrannt, haben Selbstmord begangen und hier bin ich. Ist das nicht eine Story aus irgendeinem Film? Du kannst unmöglich so dumm sein. Okay, dann treffen wir uns am Freitag um 7:30. Ja, ich bin da. Der Laden heißt Glühlampe. Ja, genau da. Okay, danke. Ciao. Und? Ein Junge? Ist der süß? Seit wann interessierst du dich für mein Privatleben? Hm. Warum kommt ihr nicht zu mir in den Laden? Weil du ein sadistisches Miststück bist. Hm. Apropos. Heiß gemacht und kalt stehen gelassen. Du. Ich glaube, ich habe mein Geld vergessen. Es muss irgendwo auf meinem Bett liegen. Schon okay. Ich lade dich diesmal ein. Süß von dir. Ciao. Was? Als wenn ich jede Rechnung so bezahlen würde. Na, da fällt dir doch sicher noch mehr Kreatives ein, oder? Ja. Habe ich mich gefragt, wie die Meteorologen auf gefühlte Temperaturen kommen. Ich meine, schicken die dann jemanden raus, der besonders wetterfühlig ist? Hat das nicht was mit Wind zu tun? So im tiefsten Winter geht einer in Badehose vor die Tür und sagt, dass es gefühlt kälter ist als 0 Grad. Oder Frauenfüße. Gefühlte Temperatur 2 Grad. Apropos. Eigentlich, dass du dir schon wieder die gleiche Wohnung anschaust wie ich? Naja, ich suche einfach nach einer schlechten Ausrede, um dich besser kennenzulernen. Echt? Hm, ja. Ja, die Wohnung ist nett. Aber? Irgendetwas fehlt. Findest du nicht? Sie fühlt sich nicht wie ein Zuhause an? Hm. Ja, genau das ist es. Hm. Zuhause? Zuhause ist ein Ort, wo nur deine Seele in einer Hängematte liegt. Also abgesehen von GZ und Strom, Gas, Miete, tralala, ist zu Hause ein Ort der maximalen Freiheit. Vielleicht ist zu Hause gar kein Ort. Ich habe übrigens einen Freund. Das dachte ich mir. Den solltest du mal kennenlernen, du würdest ihn mögen. Nee. Das macht alles nur noch schwieriger. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Moin. 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 Und, woher des Wegs, Pilger? Ach, ich habe mich gestern noch mal mit Luise getroffen. Dann konntest du sie doch überzeugen, dass ich wahnsinnig bin. Ja, ich habe ihr erzählt, du wärst mein behinderter Bruder. Mal was Neues. Hm. Okay, tschüss dann. Tschüss.
hast sie nicht geküsst? Nein. Wer ist der Typ? Der Weizenbörns. Ah. Ja. Nein. Und es ist auch absolut richtig, sie nicht zu küssen. Das war die erste Verabredung. Sie wollte auch gar nicht geküsst werden. Fußball, oder? Ja. Und welche Position spielst du da? Mittelfeld, rechts außen. Ja, schon klar. Dann machst du also nicht die einfachen Tore, sondern lieber die schwierigen Dinger. Also, das ist doch jetzt Spekulation, Herr Delling. Und ich muss auch los. Ich habe nämlich eine Verabredung. Mit deiner Hand? Mit Luise. Und du? Spielst du Fußball? Ich spiele FIFA 04. Ich glaube, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Alter, ich brauche ja auch keine Hilfe. Ja. Wie ist denn dein Abend eigentlich ausgegangen neulich? Okay, ein Stückchen weiter zurück. Das war ein überraschend schöner Abend. Zum Glück habe ich dich zufällig als erstes angerufen. Tja, Kapustier. Ja. Das heißt Fisch dem Tag. Ja. Ich hatte übrigens auch einen schönen Abend. Ich mag dich trotzdem nicht. Ich dich auch nicht. Fein. Fein. Foxy, komm jetzt. Hör jetzt auf. Jetzt mach du mal ein bisschen hinne. Hör jetzt auf, das Zeug drauf zu patschen. Ist was? Das habe ich mir mal geliehen. Du hättest mich vorher fragen können. Das passt dir doch sowieso nicht mehr. Hm? Naja. Der ist so ein bisschen rund. Du bist schwanger. Nein! Wenn du so weitermachst, dann landest du irgendwann ganz verbittert und alt und hässlich auf deiner Couch zusammen mit deinen Zeitschriften. Und wenn du so weitermachst, wirst du ein Leben lang mit mir zusammenwohnen müssen. Und mit mir gemeinsam diese Zeit. Ich freue mich schon. Nein. Das wird eine gute Zeit. Nein. Hey, hier ist Roxy. Hey, hier ist Roxy. Roxy, na, wie geht's? Ich überlege halt, was ich heute Abend mache. Ich habe noch nicht. Hey, wie geht's dir? Was machst du heute? Was machst du denn heute Abend? Sollen wir irgendwie was trinken? Ja, ich habe eine neue Nummer. Hast recht. Ja. Tut mir leid, ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet. Oh, okay, okay. Ich höre dich nicht mehr. Verstehe. Thank you.
Ja, hallo? Hey, hier ist Roxy. Yes! Nicht du, sondern, na, vergess es. Woher hast du überhaupt meine Nummer? Von deinem Mitbewohner. Mist, Kerl. Lust und Zeit, heute Abend was zu trinken? Moment, ich schau mal nach. Speichern. Yes. Ja. Okay, ich bin dann um 7 vor deiner Bar. Hallo? Roxy? Ja? Sagen wir 7:30. Und ich mag es nicht, wenn man einfach so auflegt. Wirklich? Wirklich. Ja, Roxana Miku, hallo. Ja, ich bin's nochmal. Wer? Nico. Ach hey, was gibt's? Nichts. Hey, warte mal kurz. Ja? Ihr seht ja so aus, wie ich mich fühle. Was ist los? Ich will nicht drüber reden. Schau mich nicht so an. Alex. Ja? Ich fand den Abend gestern total schön mit dir. Aber ich kann das einfach noch nicht. Ich komme einfach aus einer langen Beziehung und ich weiß einfach überhaupt nicht, was ich will. Ich würde so gern trotzdem mit dir in Kontakt. Ist doch völlig okay. Okay. Du wirst dich also nie wieder bei ihr melden. Genau. Wie? Nur Hey, habt ihr Roxy gesehen? Sie wollte doch herkommen. Ich hab da noch Wein, den Film ausgeliehen. Wollte ich eigentlich mit Luise schauen, aber du kennst sie doch. Wie ist sie denn so? Nett. Mit dem Teufel befreundet, aber ganz nett. Hm. Teufel? Knocking on Heaven's Door? Hm. Den schaue ich auch immer mit Frauen. Am Ende heul ich wie ein Baby. Damit kriegst du echt jede rum. Was ist jetzt eigentlich mit dir und dieser Roxy? Echt scharfer Name. Ich sag dir doch, ich will nicht drüber reden. Sie ist die unverschämteste, kratzbürstigste, ungeduldigste Unholdin, die ich je getroffen. Unholdin? Na, das ist ja ein schönes Wort. So, das war's. Tschüssi. Hast du Samstag schon was vor? Wieso? Ich feier doch meinen Geburtstag. Wo denn? Vergiss es. Wie alt bist du? 23. 23.
Als ich 23 war, habe ich nur für die Uni gearbeitet. Aber du hast ein gutes Leben hier, oder? Soll ich gleich zahlen? Spar dir das für zahlende Kundschaft. Außerdem, was wollen die machen? Mich rausschmeißen? Du könntest auch kündigen. Genau. Das ist jetzt wie eine schlechte Ehe. Man liebt sich nicht mehr, hat aber schon viel zusammen durchgemacht. Man hat Angst, die Erinnerung auch noch zu verlieren. Kenn ich. Das ist wie mit Laura. Ansonsten würde ich gar nicht mehr mit der zusammenwohnen. Wenn die ihre Stimmübungen macht, klingt das wie schlechter Geistersex. Schauspielerin, wie ich die alle hasse. Mein Mitbewohner ist genauso. Studiert den ganzen Tag oder liest Kicker-Zeitschriften. Der Kerl braucht mal ein gesundes Privatleben. Ciao. Erstmal ein Bier. Wie war's mit Laura? Ja. Könntest dich ausziehen, wir machen rum. Das war ein Scherz. Nein, war's nicht. Doch. Zieh dich an, ich schmeiß dich raus. Nein. Das ist jetzt ein Scherz. Ende. Du wolltest schon zumachen? Du hattest schon schlimmere Dates. Ja. Was die beiden Mädels wohl gerade machen. Wieso glauben eigentlich alle Männer, wenn Frauen alleine sind, ziehen sie automatisch Reizwäsche an, machen miteinander rum? Krank. Einfach nur krank. Moment, richtiges Bild, falscher Text. Weißt du, ich hab dir das noch nie gesagt, aber du hast so wunderschöne Lippen. Und du hast so wunderschöne Schenkel. Die würde ich ja gern mal einreiben oder ablecken. Entschuldigung.
Nico, Alex. Martin. Martin. Habt ihr noch auf? Warum jetzt? Aber ich muss jetzt raus, Martin. Komm. Raus. Gäste, ha? Huh? Ich hasse diesen Job. Und der Job hasst dich. Hey. Hey. Ich dachte, du arbeitest heute. Oh, nee, tue ich nicht. Ich wollte nur was trinken. Und du? Wie lief's eigentlich mit Alex? Naja, er ist nicht gerade Cary Grant. Stimmt. Außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, er kann mich gar nicht leiden. Und ich mag ihn eigentlich auch nicht. Also dann gibt es keine zweite Verabredung? Ich könnte ihn fragen, er ist ja da, aber irgendwie müsste ich dazu schon ganz schön verzweifelt sein. Eigentlich sind ja auch Alex und Nico das verknackste Traumpaar. Was die beiden wohl gerade machen? Du siehst heute echt gut aus. Du auch, Alter. Müssen wir wirklich? Ruhe, das ist unsere Fantasie und jetzt küsst euch. Entschuldigung? Ja. Entschuldigung, ich hätte gern Bier. Und ich hätte gern ein vernünftiges Gehalt. 2,40 dann bitte. $2,50 stimmt so. 10 Cent? Ich hoffe, du erwartest jetzt nicht, dass ich mit dir schlafe als Gegenleistung. Tschüss. Gäste, hä? Ich liebe meinen Job. Wusstest du, wenn du aufgeregt bist, schlägt dein Herz im Takt von She's a Lady. Nett hier. Tut mir leid, dass wir uns hier treffen. Ja, schon gut. Also hör zu, wegen deines Demobands. Ich habe mir das Ganze in Ruhe angesehen. Und wie alt bist du noch gleich? 25. Weißt du, es ist für Frauen generell nicht mehr so leicht in dem Alter. Und bei uns in der Agentur, wir haben schon eine Menge Mädchen von deinem Typ. Weißt du, wenn du vielleicht blond wärst und 6 Jahre jünger und etwas schlanker, dann... Aber mein Demoband war doch... Ich bin es einfach so gewöhnt, die negativen Sachen herauszusuchen. Und wenn ich das Positive wirklich suchen muss, dann... Das ist ganz nett, was du da gemacht hast. Aber ganz nett reicht eben nicht. Pass auf. Ich schlag dir Folgendes vor. In einem Jahr, da bewirbst du dich einfach nochmal. Aber da bin ich ja noch älter. Ich kann da jetzt nichts machen. Tut mir leid. Aber das hätten sie mir doch auch am Telefon sagen können. Du wolltest dich mit mir treffen. Hör zu, ich kann dir nur raten, dran zu bleiben. Bewirb dich bei anderen Agenturen. Jeder hat da seine Meinung. Okay? Da war also dieses Mädchen in der Bar. Die hatte so ein Lippenpiercing. Ich quatsch den ganzen Abend so mit ihr und dann geht sie auf Klo, kommt vom Klo wieder und sagt, dass sie ihr blödes Lippenpiercing verloren hat. Und da sage ich zu ihr, hey, das ist doch noch da. Hi. Tut mir leid wegen neulich Abend. Ja, ist schon okay. Nico feiert doch morgen Geburtstag und vielleicht hast du Lust, mit auf die Party zu kommen und vorher irgendwas zu machen. Ja, gerne. Okay. Ist das die Kleine, die du magst, oder die andere? Die andere. Das sieht nicht gut ausgehen. Sorry. Spät dran. Aber wie ich sehe, brennt der Laden ja. Na, vorhin waren Gäste hier. Ja, genau. Tschüss.
Den hast du letztens vergessen. Wir waren nur zusammen Pizza essen. Zufällig. Jetzt guck doch nicht so blöd. Roxy. Roxy? Die Roxy, von der du immer sprichst? Ja, wieso? Mann, die kenne ich doch. Ey, das ist wahrscheinlich das süßeste Mädel, was es überhaupt gibt. Die hat vor 2 Jahren hier auch mal gearbeitet. Für mich? Zu deiner letzten Schicht. Wow, danke. Ich muss echt aufhören, hier zu arbeiten. Der Laden zerstört meine Seele. Nein, wirklich. Ey, noch einen Tag länger in diesem Höllenloch und ich werde zu einer von diesen verbitterten alten Frauen. Das wird man sowieso, wenn man älter wird. Hm. Was kann man dagegen machen? Man selbst sein, wenn es drauf ankommt. Tschüss. Wisst ihr? Mann, wir haben keine Ahnung, was du denkst. Woher auch? Hey. Hey. Und? Was machst du heute Abend? Ich hab frei. Ich dachte, du arbeitest. Frei von Menschen. Und du? Alex hat mich gefragt, ob ich mit zu einer Party komme und vorher ins Kino oder so. Na, klingt doch heiß. Ja, aber ich habe mich 2-mal bei ihm gemeldet und er hat mich nicht zurückgerufen. Willst du nicht rangehen? Ich überlege jetzt, ob ich ihn abblitzen lasse. Also, gestern wolltest du von ihm nichts wissen. Bist du wirklich so verzweifelt? Ey, gerade du musst die Klappe aufreißen, wirklich. Was? Nichts. Nein, nein, bitte. Wenn du in einer glücklichen Beziehung wärst mit deinem Freund, ja? Dann würdest du nicht die ganze Zeit mit Nico rumflirten. Du bist einfach nur zu feige, um Schluss zu machen. Es tut mir leid. Geh mal auf deine Party. Und grüß mir deinen Freund. Schon wieder. Ich meine, du hier? Wolltest du schon zumachen? Wonach sieht's aus? Willst du noch was trinken? Whisky bitte. Auf ohne Eis. Oh, der Bar ist ja so sauber. Na, im Vergleich zu eurer Bar ist auch die Küche von den Ludolfs sauber. Ich liebe Whisky. Und was bedrückt dich so, dass du zu mir kommst? Ich will nicht drüber reden. Können wir reden? Klar. Okay, hör zu. Ich will nicht, dass du denkst, das wäre irgendwie deine Schuld. Aber ich habe keine Lust mehr, mit dir zusammen zu wohnen. Also ist doch meine Schuld. Als ich dich kennengelernt habe, da hattest du noch irgendwelche Ziele. Und jetzt? Jetzt komme ich nach Hause und du gammelst da rum. Und ich komme hierher und du gammelst hier rum. Und ich habe keine Lust mehr, mir das anzusehen. Klingt ja so, als hättest du dich schon entschieden, oder? Ziehst du jetzt mit jemand anderem zusammen? Ich ziehe mit Martin und Lukas zusammen, ja. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Sag mal, wenn du mit Laura zusammenkommst, krieg ich dann deine Pornos? Klar. Ehrlich? Nein! Ich will aber trotzdem, dass wir Freunde bleiben. Ziemlich schwul. Nein, es war männlicher. Wir hatten ölige Unterhemden an. Das heißt,
Ihr wohnt jetzt nicht mehr zusammen? Nee. Und seit wann kanntet ihr euch? Seit dem großen Schneemannsterben 04. Das große Schneemannsterben 04. Wir haben zusammen gedient, Alex und ich. Und in der letzten Woche beim Bund waren wir noch auf dem Schießplatz. Das war so Ende März. Jetzt hat es aber am Tag vorher ewig geschneit. Wir konnten die Zielscheiben nicht hochklappen. Jetzt waren wir aber alle schon mal da. Also die ganze Batterie den Morgen über Schneemänner gebaut. Und nachmittags haben wir dann drauf geschossen. Und Alex und ich haben jetzt ewig Ärger bekommen, weil wir uns geweigert haben, auf die Schneekinder und Schneefrauen zu schießen. Was? Ja, einige waren ein bisschen kleiner und andere hatten Schneebrüste. Und nachmittags gab es nochmals Ärger, weil wir mit den abgetrennten Schneegliedmaßen für Fotos posiert haben. Das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Wir haben sie doch noch beigesetzt. Um die Ausbreitung von Schneeseuchen zu vermeiden. I'll forever hold your peace. I do, actually. But Susan, I know this is a bad time, but I love you. I've always loved you. Susan, will you marry me? Was denkst du gerade? Keine Ahnung. Er hätte dir das übrigens nicht sagen sollen. Naja, du machst ja auch nichts anderes, außer hier zu arbeiten. Ich studiere Psychologie. Oh. Oh, Sekunde. Er hat ja recht. Hast du etwa Geburtstag? Ja. Ich glaube, ich hau jetzt erstmal ab. Nach Schottland oder so. Kann ja nicht ewig warten, bis eines Nachts die Chance meines Lebens in den Laden kommt. Mit 30 will ich nicht mehr in der Lampe stehen. Aber solltest du jetzt nicht auf einer Feier sein oder so? Ich drück mich ein bisschen. Ich war, kommt ein Mann zum. Ich würde gerne mal was von ihm weiß. Manchmal, da möchte ich auch einfach meine Sachen packen und abhauen. Du weißt doch, wie ich nicht zu niemandem leiden kann, oder? Mhm. Ich kann dich ein bisschen weniger nicht leiden. Sehr romantisch. Ich habe übrigens einen Freund. Naja. Schon klar. Ich habe ja nie gefragt. Hab mich trotzdem ein bisschen nicht verknallt. Ja, ist klar. Ich auch an dich. Idiot. Miststück. Glaubst du, Laura und Alex kommen jetzt zusammen und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage? Vielleicht. Erfüllte Liebe ist so ordinär. Wenn du mich jetzt küsst, verpasse ich dir eine. Sonntag, 6.30 Uhr und was für ein schöner Morgen es ist. Laut Wettervorhersage strahlt die Sonne heute ohne Pause, das Eis wird endlich schmelzen, der Frühling nähert sich mit gewaltigen Schritten. Kurz, es wird ein wundervoller Tag. Passend zum letzten Wintertag gibt's jetzt hier The Snowflakes Fall No More. Ich will ja nicht zu prosaisch werden, aber irgendwie habe ich das alles kommen sehen. Und? Sonst noch weise Worte zu verschenken? Nein. Das ist alles, was es über das Leben zu sagen gibt. Stay for you.
Für dich, Werner Post. Sind übrigens 17,60 € Strafporto drauf.